sieht so etwa scheitern aus. Es ist 12 Tage her, dass die FDP die Jamaika-Gespräche abgebrochen hat. Cem Özdemir sitzt bei einem Italiener in der Nähe der Parteizentrale. Der Grünen-Chef hat sich Zeit genommen, bei einem Mittagessen über seine politische Zukunft zu reden. Noch vor 2 Wochen dachte man, der Sohn türkischer Gastarbeiter werde der nächste Außen- oder Umweltminister. Doch nun ist wieder völlig offen, welche Rolle der 51-Jährige künftig in der Politik spielen wird. Den Parteivorsitz will er nach 9 Jahren abgeben. Es läge nahe, dass die Grünen ihren bekanntesten Politiker und stärksten Redner zum Fraktionschef wählen. Doch das komplizierte Machtgefüge der Grünen könnte dafür sorgen, dass er am Ende leer ausgeht. Für Özdemir hätte es die Erfüllung eines politischen Lebenstraums werden können, der Sohn türkischer Einwanderer, der es nicht nur bis zum Vorsitzenden einer deutschen Partei schafft, sondern diese auch in die Regierung führt. 1994 wurde Özdemir als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag gewählt. Sein verstorbener Vater kam Anfang der 60er Jahre mit einem Koffer und ein paar Worten Deutsch nach Deutschland, seine Mutter betreibt noch heute im Schwäbischen eine Änderungsschneiderei. Wenn Özdemir von seiner Herkunft erzählt, hört man ihm den Stolz auf das Erreichte an. Ist es nicht tragisch, dass einer, der es so weit geschafft hat, nun womöglich vor dem Ende seiner politischen Karriere steht? Özdemirs Stimme klingt heiser, Wahlkampf und Sondierung sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Wie nahe ihm das Jamaika ausgegangen ist, kann man nur erahnen. Für jemanden, dessen Traum vom Regieren so jäh geplatzt ist, klingt er erstaunlich abgeklärt. Natürlich ärgert es mich, dass Jamaika nicht zustande gekommen ist, sagt Özdemir. Aus seiner Sicht hätte eine solche Regierung dem Land gut getan. Aber er will nun nicht mehr zurückschauen, das sei vergossene Milch. Vielleicht hilft ihm, dass er gelernt hat, mit Rückschlägen umzugehen. Als er 2002 wegen eines umstrittenen Privatkredits unter Druck geriet, verzichtete er auf eine Kandidatur für den Bundestag und ging in die USA. Später gelang ihm das Comeback im Europaparlament und in der Bundespolitik. In seiner Partei musste er sich alles erkämpfen, für die Bundestagswahl 2009 verwehrte ihm sein Landesverband einen sicheren Listenplatz, obwohl er designierter Parteichef war. In der Urwahl setzte er sich nur mit 75 Stimmen Vorsprung als Spitzenkandidat gegen den Kieler Umweltminister Robert Habeck durch. Nun muss Özdemir sich womöglich auf 4 weitere Jahre Opposition gegen eine große Koalition einstellen. Opposition, das bedeutet auch, dass weniger Spitzenämter zu vergeben sind. Das Gerangel um Posten geht schon los. Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter haben ihren Anspruch bereits angemeldet. Geht es nach dem üblichen grünen Flügel und Geschlechterproporz, stehen ihre Chancen nicht schlecht. Realo-Frau, linksgrüner Mann alles sorgsam austariert. Der Realo Özdemir hätte nur dann eine Chance, wenn er seiner Co-Spitzenkandidatin den Platz streitig machen würde. Es wäre aber nicht damit getan, dass er Göring-Eckardt verdrängt.